Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Ja, wir sind wieder mal gestorben. Wie eigentlich immer. Aber neu steht die gute Dame hier und ich frag sie mal, was. Hallo, guter Jäger. Ich bin eine Puppe. Ich passe in diesem Traum auf euch auf, ehrenhafter Jäger. Folgt den Echos des Blutes. Und ich leite sie in eure Kraft. Ihr werdet Bestien jagen. Und ich werde für euch da sein und eurem verwirrten Geist Mut zu sprechen. Blutechos kanalisieren, verbessert Statistik. Gut. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Vitalität ausgeschickt. Ach so, okay. Tja, ich habe aber nichts mehr, weil der elende Fettsack der andere mich gekillt hat. Reden. Habt ihr mit German gesprochen? Er war selbst Jäger vor langer Zeit. Jetzt gibt er ihnen nur noch Ratschläge. Er ist verborgen, in der Traumwelt nicht zu sehen. Doch er ist hier, in diesem Traum. Das ist seine Bestimmung. Ich verlasse dich mal, hübsche Puppe. Guter Jäger, möget ihr euer Heil in der wachen Welt finden. Ja. Machen will. Geschenk von den Boten annehmen. Verbraucht Einsicht und Leute die Herausforderungsglocke, um Jäger aus anderen Welten zu Hilfe zu holen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Schalldämpfer beenden diese Art von Kooperation, Herausforderung und Schalldämpferung. Schalldämpfer. Alles klar. Aber jetzt könnte ich Coop machen. Zentrum. Meine Blutechos wieder. Okay. Ich habe irgendwo noch irgendwas geöffnet, damit ich schneller dahin komme. Jetzt muss ich nur kurz nachdenken. Also in der letzten Folge habe ich da was geöffnet. Ah ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Oh, natürlich. Hoffentlich, dass es funktioniert hat. Ah, jetzt komm, bitte. Ich bin die elende Bestie. Ja, das sehe ich anders. Ich habe ja in der letzten Folge den Lift benutzt. Probieren wir das direkt, was ich noch. Ja. Das ist eine Timing-Frage. Das war nicht gut. Vorhin war es gar nicht so geplant. Könntest du bitte deinen Sturmangriff machen? Das ist kein Sturmangriff. Komm, komm. Ja, jetzt habe ich es verpennt. Ups. Sturmangriff, mach mal. Nope, das war jetzt nicht gut. Das können wir eigentlich den ganzen Tag machen, wenn du möchtest. Das ist nicht nett. Gar nicht nett. Oh ja, mein Trick hat funktioniert. Aha, es ist offen. Ich kann runter und Zeit sparen. Und schau, ob ich das nochmal hinbekomme. Yes. Gut. Jetzt haben wir wieder den Feuerball. Das kennen wir ja noch. Elende Bestie! Und tschüss, die Herren. Nein, er lebt.
Okay. Was war das jetzt? Warum hebst du das in die Luft? Ich bin noch nicht mal aufgestanden. Nein! Nein, 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 nein! Oh man! Oh man! Komm mit deinem Kieselstein an den Kopf! Euch mal da stehen, Jungs. Okay, hier ist nochmal der Dude, wenn ich das früher gewusst hätte. So, jetzt probiere ich aber direkt was aus. Moment. Inventar. Neu erwachen ohne Blutelfes zu verlieren. Zeichen eines starken Jägers. Wenn ich das jetzt mache, bleibt das dann auf mir drauf und ich verliere nichts oder kehre ich zurück? Neu erwachen, ohne Bluteinfluss zu verlieren? Nein, ich vermute, dass ich da dann neu erwache. Okay. Ich probiere das mal so. Gehe rein. Wow! Hey, das ist nicht in Ordnung. Ich bin noch nicht vorbereitet. Wo sind meine Echos? Wo sind meine... Da! Da sind meine Echos! Autsch! So, und jetzt verschwinden! Komm! Ja! Yes! Ja! Und jetzt kann ich das Level steigen. Dann habe ich das ganze Geschmeiß nicht verloren, das ich jetzt mir angesammelt habe. Angelacht! Oh. So, jetzt gehen wir zurück. Jawohl, das möchte ich, um noch ein paar Level zu steigen. Perfekt. Willkommen daheim. Was wünschst du? Ja, ja, ich möchte eigentlich die Blutachos kanalisieren. Vitalität, Ausdauer, Stärke. Was macht die Stärke? Psychische Abwehr. Mit der mentalen Kraft habe ich die psychische Abwehr. Nein, physisch. Also das macht rechte Waffe, 2 Angriff. Blutfärbung. Entdeckung. Ah, jetzt. Es geht beides hoch da. Ich mach mal den Angriff. Stärke. Ja, ich reduziere den noch und mach noch die Gesundheit eins hoch. Das ist gut. So. Danke dir. Und ich schau mal, was hier... Oh, jetzt sind es 2. Tag, Jungs. Gegenstände erlangen. Werfen. Material. Sägespeer. Ja, den habe ich schon. Jägeraxt. Gewundener Stock. Na, da unten haben wir Attribute. Mit dem Speer habe ich plus 9 aufgrund von den Attributen. Da verändern sich die Werte. Die bleiben gleich. Ja, nichts Spezielles für mich. Und ich denke, dass ich mit dem schnell schlägt er zu. Der. Ja.
Ich glaube gleich schon. Ja. Ich probiere mal den Boss mit dem zu töten. Los. So, neuer Versuch. Ich schau mal, ob ich mir da mich einfach durchmogeln kann, indem dass ich durchrenne und nicht alles töten muss. Ja, klappt wunderbar. Wahrscheinlich kann ich ihn jetzt auch von unten aufmachen und muss nicht mehr ich sehe im Hintergrund wann das Feuer oh, jetzt bin ich ein bisschen spät so. Ich wollte irgendwas Wichtiges sagen. Ja, wenn ich es vergessen habe, wird es wohl nicht so wichtig sein. Ich habe ein ungutes Gefühl mit der Waffe gegen den Boss. Ich nehme doch die. Ja, das geht auch im Schwung. Ich habe da einfach das Gefühl bekommen für die Zeit. Ab wann ich zuschlagen muss, feuern muss, meine ich. Aber das geht scheinbar auch, wenn er springt. Ist einfach ein bisschen riskant, weil es nicht immer hundertprozentig funktioniert. Tja. So. Albtraumnebel durchqueren. Man kann es auch übertreiben. Man kann es auch übertreiben. Okay. Ich muss wissen, ab wann du den Doppelschlag machst. Das ist nämlich für mich interessant, weil der ist gefährlich. Okay. Ich habe auch Kugeln. Das war der Doppelschlag, von dem ich mich so gefürchtet habe. Ah, Mann. Nein, was? Was ist jetzt los? Nein, gleiche Seite ausgewichen. Gib mir Blut. Ja, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Komm. Er hat so viele Lebenspunkte. Ah.
Was ist jetzt? Was? Oh gut, toll. Erhöhte Reichweite. Neue Angriffe. Neue Dinge einstudieren. Oh Mann. Okay. Diese Pistole macht mich noch fertig. Ja, das meinte ich. Komm, mach nochmal so einen festen Angriff. Genau, den kann ich dich nämlich zweimal hitten. Oh yes. Oh yes. Oh, das ist neu. Autsch. Komm nochmal. Ja. Ah. Nein. Nein, das war ein Fehler. Okay. 8 habe ich noch. 8 Fiolen. Nein! Mach keinen Unfug. Einfach keinen Unfug machen jetzt. Und zweimal! Oh, was ist das jetzt? Oh Gott, dann kann er sich noch verwandeln. Nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aha. Warum? Ich habe eine Idee. Dafür reiß ich mal. So, und zwar meine Idee ist, meine Waffe zu verstärken, um mehr Schaden auf dem Boss zu machen. Waffe verstärken. Und dafür brauche ich aber noch ein paar Seelen. Ich nehme mal eine kleine. Wie viel gibt die? 350. Gut. Okay, Waffe verstärken. Zuerst muss ich mal schauen, was eigentlich Grundwaffenschaden-Dings ist. Okay. 90 plus 5, 85 plus 9. Kommt schlussendlich fast auf das gleiche an. Aber ich bin mit dem Beil bin ich besser bedient. Was habe ich da? Die. Kraft auf D und Geschicklichkeit auf E und D und D. Ja, da kann ich dann die Werte kann ich erhöhen, besser erhöhen. Es ist nämlich A, B, C und D. Und E natürlich noch. Aber umso tiefer die Zahl, umso langsamer erhöht er sich. Das sieht man unten bei dem Attributsbonusfeld. Attributanforderung. Ja. Ich mache das Beil besser. Verstärken. Beil. Dreimal einsetzen. Die Werte gehen auf 99. Ja. Ah, hier würden die Werte viel höher steigen. 93. DDE, ja. Ich lasse es mal so. Das ist okay. Ich mache ein bisschen mehr Schaden. Dann muss ich insgesamt weniger zuschlagen. Gut, neuer Versuch. Ich frage mich, wie lange ich an dem Boss sein werde insgesamt. Naja, lass mich in Ruhe. Theoretisch wären die Werte von dem Speer viel, viel besser.
ich gehe mal hoch. Hoch? Quatsch, was ich da erzähle. Ich gehe runter. Ich lasse es mal so. Und wenn wir beim nächsten Mal, wenn ich wieder sterbe und wieder hier hin muss, werden wir sehen, ob das was bringt. Ich renne mal wieder um mein Leben. Die Feuerkugel kommt. Dieses Mal aber so gut wie keinen getötet. Toll. Nix, bitte. Danke. Wieder hoch. Nein, es hat nicht gereicht. Ups. Komm, ich renne hier einfach durch. Mit John Jin Duck. So. Okay, aber bevor ich hier weitermache, mache ich nochmal einen Cut und wir probieren es nochmal mit dem Boss zum x-tausendsten Mal. Ja gut, okay. Nächste Folge, Bosskampf nochmal. Ich freue mich drauf, bis dann.